Ich war mich jetzt noch mal kurz heilen und dann geht es weiter auf der Route 12 vor Fuxania City mit einem Trainer-Couch. Aber bevor wir den herausfordern, Level 33, 33, 34, 35, 35, 35, okay, so gefällt mir das. Dann schauen wir doch mal. Wenn man auf einer Brücke trainiert, auf der einem die frische Meeresbrise um die Nase weht, steigert das die Wirkung des Trainings ungemein. Bist du bereit, gecoacht zu werden? Ja, ich will kämpfen. Dann auf in den Kampf. Yes, auf in den Kampf. Bin mal gespannt, wie gut die Helena denn drauf ist. Ein Smetbo. Ist auch Käfergift, ne, oder? Hoffentlich ist unser Kadabra schneller als das Smetbo. Oh, Level 38. So, setz mal Psychol ein. Jawohl, wir sind schon mal schneller. Und es war doch auch Typ Gift, oder? Nee, sieht nicht so aus. Sieht nicht so aus. Oh, oh, da nochmal ein Problem. Dann haben wir ein Problem. Dann haben wir ein Problem. Du, Texo, du bist an der Reihe. So, jetzt warte ich nur noch darauf, dass Glutexo endlich mal eine stärkere Feuerattacke bekommt, ne? Nicht Schlafpuder, ey. Ach, ernsthaft. Boah, ist das immer am Nerven, die mit ihren scheiß Puderzeugs da, ey. Mann. Ha, nice, das ist der Traumfresser, wollte auf Traumfresser gehen. Das wirkt natürlich nur, wenn das angreifende, also das angegriffene Pokémon schläft, da wir aber unser Glutexo gerade aufgewacht haben, aufgeweckt haben, hat es dann keine Wirkung. Nice, haben wir Glück gehabt. Gut, dass ich das gemacht habe. So, Schluck erreicht dennoch Level 34, sehr schön. Als nächstes ein Pixie ein. Pixie ist von Typ Fee, ne? Was können wir da, haben wir irgendeine Giftattacken, haben wir nicht. Ja, wir bleiben mal bei Glutexo. Wir bleiben bei Glutexo. Gehen dann erstmal auf Feuerwirbel. Nice, Gesang ging daneben. Boah, die gehen schon wieder auf diese scheiß Einschlaftaktik hier, ne? Da habe ich ja gar keinen Bock drauf, Leute. Komm. Blut. Oh, zieht das wenig ab. Oh, aber wir haben es noch verbrannt. Sehr schön. Und Gesang ging jetzt schon wieder daneben. Okay, jetzt hat es so viele Quellen, die es Schaden bekommt. Dann gehen wir jetzt als nächstes mal auf Drachenwut. Mal gucken, wie viel das abzieht. Das dürfte aber mehr abziehen als Glut. Es hat keine Wirkung. Warum hat es keine Wirkung? Ah, natürlich. Oh Mann. Ja, 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 ja. Ich bin auch bescheuert. Da habe ich schon wieder nicht nachgedacht. Aber Kratzfury sollte doch eine Wirkung haben, ne? Ja. Boah, zieht das wenig ab. Und wir treffen nur zweimal. Das ist doch wohl nicht wahr. Okay. Dann Blut und dann war's das. Drache hat natürlich keine Wirkung auf Fee. Ich habe da jetzt wieder gar nicht drüber nachgedacht, ey. Die Drachenattacke. Na schön. Aber es gab viel Erfahrung, nice. Was für ein Kampf, in was für einer Atmosphäre. Hier ein kleines Dankeschön. TM59 Traumfresser, nice. Werden wir zwar nicht gebrauchen können, aber... funktioniert nur bei schlafenden Gegnern, ja. Okay, haben wir jetzt noch irgendwelche Probleme hier? Kadabra ist schon wieder besiegt, ne? Ah, weil ich wieder so dämlich war. Weil ich wieder so dämlich war. So. Sehr schön. Hier könnte man... Ah, hier gibt es eine Wiese, ne? Gibt es hier irgendwelche Pokémon, die wir noch nicht haben? Können wir hier ein paar neue Pokémon fangen? Wäre ganz schön. Ja, ein Porenta. Nice, direkt das erste Pokémon, was wir hier treffen, Porenta. Krass, das ist ja schön. Welches Level haben die hier? Boah, Level 35.
35. Wenn die Hyperbälle nur gelb sind, das war ein bisschen zu spät. Wenn nur gelb sind, dann brauchen wir mit Superbälle hier gar nicht mehr ankommen, glaube ich, ne? Ja, es bleibt aber direkt drin. Sehr schön, haben wir auch einen Printer gefangen. Nice. Sehr, sehr schön. Sie leben in Gebieten, in denen stangenförmige Gewächse gedeihen. Und da diese seltener werden, scheint es auch weniger Printer zu geben. Oh, das ist aber traurig. Gibt es hier sonst noch irgendwas? Oh, ein Krabi haben wir auch noch nicht. Dann schnappen wir uns das Krabi auch mal direkt. Kommen wir hier noch mit Superwellen aus? Schauen wir mal. Könnte gut sein. Das war ein guter Wurf. Komm schon, Krabi, bleib drin. Jawohl, haben wir auch einen Krabi gefangen. Sehr, sehr schön. Wir hatten schon Krabi? Okay. Hab ich. Oh, da liegt noch ein Pokéball. Hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm. Ein Top-Lock-Parfüm, okay. Echt? Wir hatten schon Krabi? Oh Mann, Fail. Ja, tatsächlich. Level 23. Ja, stimmt. Haben wir das ja nicht in der Wiese vor dem Mondberg gefangen? Richtig, das stimmt. Da war was, ne? So, dann schicken wir das hier direkt mal weg. Brauchen wir dann nicht. Kommt jetzt hier ansonsten noch irgendwann ein Porenta? Okay, so selten scheinen die hier gar nicht zu sein. Aber ansonsten kommt hier noch irgendein Pokémon? Nö. Dann gehen wir die Route weiter. Wir sind jetzt dann auch schon auf der Route 13 und oh, da ist ein wildes Duflor da oben. Gucken wir uns das gleich mal an. Ich habe meinem Pokémon einen Flattbonbon gegeben. Oh, also sind deine Pokémon ziemlich schnell, ja? Okay, das könnte ein Problem werden. Kommt halt drauf an, was du einsetzt. Ein Sandan. Ein Sandan. Da bin ich jetzt am überlegen, direkt zu wechseln. Oder? Level 37. Wie viel Schaden macht denn Zielstrahl? Oh, wir sind trotzdem schneller als das Sandan. Alles klar. Boah, was? Das haut es trotzdem instant weg. Ja, nice. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber gut. Dann können wir gechillt bei Kadabra bleiben, ne? Das Sandan hat zwar ein bisschen mehr KP. Das wird ein bisschen mehr tanken als das Sandan. Aber im zweiten Streich sollte es dann auch kaputt sein. Ja, genau so ist es. Oh, Verwirrung. Sehr schön. Wenn es sich noch selbst verletzt? Ne, leider nicht. Oh, Schlitzer. Komm schon, Kadabra, überlebt es. Nice. Warum können die alle immer Schlitzer? Geht mir das auf die Nerven. Okay. Aber das hat unser Kadabra zum Glück mal überlebt. Sehr schön. Dann geben wir dem Sandama nochmal schnell einen Supertrank. Medizintasche. Supertrank. Ja, und machen dann auch mit Kadabra weiter. Für ein Kind kämpfe ich gut, hat mir mal jemand gesagt. Okay, bin ich mal gespannt, ob das stimmt. Okay, setzt einen Pummeluff ein. Sollte eigentlich auch mit einem Psystrahl kaputt sein. So viel tankt das Pummeluff nicht. No, Attacke. Das überlebt jetzt aber wieder, ne? Das irgendwie verstehe ich das auch nicht so ganz. Oh, okay. Dass das Sandan direkt kaputt geht, aber das Pummeluff überlebt. Auch ein bisschen merkwürdig, aber gut. Können halt auch verschiedene Werte, glaube ich, haben, die Pokémon der Gegner. Jetzt setzt es ein Ultrigarier ein. Nein, da bleiben wir bei Kadabra. Ja, ich denke, wir sind schneller und hauen dann wegen der
Psychostärke gegenüber Gift ist eigentlich mit einem Schlag weg. Das ist auf jeden Fall der Plan. Und ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Und jetzt kommt hier wieder der verschlungene Weg mit den ganzen Kämpfen, ne? Route 13, Schweigebrücke. Ich bin mal gespannt, ob sich auch so viele Kämpfer wie im Original platziert haben, aber ja, sieht ganz so aus. Dann fangen wir mal von vorne an mit der Schönheit hier oben. Oh, gegen dich kämpfen möchte? Aber natürlich möchte ich gegen dich kämpfen, selbstverständlich, habe ich doch schon immer gesagt. Okay, beruhig dich mal. Jetzt ein Chaneira ein. Okay, das könnte wieder ein bisschen mehr tanken, das Vieh, ne? Wir gehen auf Psystrahl. Mal gucken, wie viel es tatsächlich tankt. Boah, jep. Alles klar. Jetzt geht der Gesang auch noch durch. Wir haben aber nichts wirklich Gutes gegen Fee. Wir haben nichts wirklich Gutes gegen Fee. Oh, jetzt bin ich doch wieder dafür, mal auf Pikachu zu gehen, weil mir das Chaneira sonst zu viel tankt. Das dauert alles sonst zu lange, ey. Da habe ich keine Lust drauf, so lange jetzt hier im Kampf zu brauchen, ne? Eierbombe, alles klar. Okay, zieht nicht so viel ab. Sehr schön, wir gehen auf Donner. Und bitte triff. Das ist unfassbar. Wie viel Genauigkeit hat Donner denn? Ja, nur 70, ne? Das ist halt echt nicht viel. Ja, jetzt trifft es aber. Nice. Boah, zieht das auch wenig ab. Alter Schwede, ey. Wie viel macht Blitzelturbo? Müsste ja eigentlich kritten. Wow, what? WTF, alles klar. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Okay. Aber von mir aus. Chilok hat jetzt auch Level 35. Nice. Gerok 36. Jetzt geht's langsam ab mit dem Leveln hier, aber es waren auch viele Erfahrungspunkte, die wir da bekommen haben. Schön, schön. So, gibt es hier irgendwas? Nein. Dann gehen wir jetzt erstmal kurz hier in die Wiese und gucken, ob da vielleicht zufälligerweise nochmal ein Duflor auftaucht. Das würde ich mir dann doch nochmal fangen. Ja, aber zuerst kämpfen wir natürlich. Hier sollte uns niemand sehen können. Na los, kämpf gegen mich. Oh, willst du schummeln oder was? Ja, warum interessiert dich das, dass uns hier niemand sehen kann, hä? Was ist los, Malte? Was ist da los mit dir? Oh, drei Pokémon hat der, ein Georock. Okay, ein Georock. Sollen wir wechseln oder sollen wir es probieren? Ah, das... Shit! Kadabra pennt ja noch, habe ich ganz vergessen. Dann... Nein, nicht Bisaflor! Warum auch immer der Cursor da jetzt nach unten gegangen ist. Ich wollte natürlich... Shillock einsetzen. So. Jetzt Erdbeben ein. Dürfte uns nicht allzu viel anhaben können. Wow. Okay. Zieht doch eine ganze Menge ab. So viel hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Komm, Blubstrahl. Mach es platt. Ja, sehr schön. So, was kommt als nächstes? Ein Magneton. Wollen wir da auf... Ja komm, wir gehen da mal auf Glutexo. Damit es da ein paar mehr Erfahrungspunkte bekommt und extra endlich mal zum Glurak wird und dann stärkere Attacken bekommt, ne? So. Setzen wir Glut ein. Ah, okay. Es war sehr effektiv, aber... Nein, nicht Donnerwelle. Nicht paralysieren, ey. Ah, komm schon. Könnte jetzt noch ekelhaft werden, ne?
Letztes Donnerblitz ein. Oh, alter Schwede. Das ist auch so viel abzieht, hätte ich auch nicht gehabt. Und das müsste ein Crit gewesen sein. Endlich haben wir auch mal einen Volltreffer. Nice. Und genau zum richtigen Zeitpunkt. Sehr schön. Was kommt als nächstes? Ein Alpollo. Ja, da wechseln wir wieder auf Shillock. Und gehen auf Biss. Sollten wir eigentlich nicht... Sind wir da lang? Nee, da sollten wir eigentlich schneller sein, ne? Oder? Ich weiß es nicht. Doch, eigentlich schon. Eigentlich schon. Oh, Level 40 ist Alpollo jetzt schon. Krass. Aber nein, wir sind langsamer. Bitte überlebt das, Shillock. Oh, bitte überlebt das. Nee, natürlich nicht. Mann, okay. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Hier gehen wir nicht. Wir gehen auf Bisafloor. Nicht schön. Das ist jetzt nicht schön. Gehen wir erst auf Igelsam oder hauen wir direkt den Splattertanz raus? Ach komm, wir hauen direkt Splattertanz raus. Das sollte eigentlich reichen, ne? Ja, komm schon. Na. Jetzt nochmal Spukball ein. Das Spukball zieht echt einiges ab. Ne, alter, krasser Shit, ey. Ah, ne. Shit, wir sind jetzt schon verwirrt. Ich dachte, es greift dreimal an, bevor es vor Erschöpfung verwirrt. Okay, dann wechseln wir jetzt Pikachu ein. Und Pikachu sollte dann den Rest erledigen. So. Boah, Alter, ey. Das haut ganz schön rein, das Alpollo, ne? Komm schon, Britzelturbo. Mach es kaputt. Jawohl, sehr schön. Jetzt hast zumindest niemand gesehen, wie ich verloren habe. 4000 Pokédollar und 5 Hyperbälle, nice. Aber war ein harter Kampf, ey. Richtig gut. So, ist das Dufloor hier noch irgendwo? Ne, sieht nicht so aus. Fläschchen AP Plus. Dufloor, Dufloor, Dufloor? Da, Dufloor, komm. Ein winziges Dufloor. Sollte aber kein Problem sein. Oh, das ist beim Super... Okay, aber was ist, wenn wir eine Himbeere einsetzen? So viele haben wir aber nicht davon, ne? Okay. Jawohl, war noch einfach fabelhaft. Sollte eigentlich ausreichen, ne? Nein! Okay, dann gehen wir doch auf den Hyperball. Dann gehen wir doch auf den Hyperball. Oh, das gibt's doch nicht. Ich muss mal irgendwie gucken, wie kann man denn ein bisschen mal mehr an Himbeeren drankommen. Weiß das, wenn das jemand von euch weiß, mal bitte in die Kommentare schreiben. Ansonsten muss ich mal nachschauen, wie man am besten an Himbeeren noch drankommt. Ich würde mir nämlich mal ein paar gerne davon besorgen. Weiß aber nicht ganz genau, wie das funktioniert. So, Glutexo erreicht Level 36. Jawohl, Kadabra auch und Bisafloor und Pikachu schon Level 37. Sehr, sehr schön. Jetzt wird unser Glutexo, meine ich aber erstmal zum Glurak. Ja, sehr schön. Nanu, Glutexo entwickelt sich. Endlich haben wir einen Glurak. Jetzt sollte es schon Flammenwurf auch erlernen. Nö, er lernt es echt nichts. Okay, schade. Wenn es einen Strahl glühenden Feuer speit, lodert die rote Flamme an seiner Schwanzspitze noch intensiver. Ah doch, ich wollte schon sagen. Nee, Flügelschlag will es erlernen. Okay, nehmen wir aber auf jeden Fall mit rein. Ist ja jetzt vom Typ Flug... Feuerflug. Ah, Stärke 60. Dafür hauen wir Kratzfurie raus. Jawohl. Mit dem Glut warte ich noch, bis wir Flammenwurf erlernen. Dann haue ich dafür dann natürlich das Glut weg.
Aber solange wir Flammenwurf noch nicht erlernen, lassen wir Glut drin. Duflor wurde gefangen, jawohl. Es riecht unglaublich widerlich, trotzdem gibt es unter 1000 Menschen mindestens einen, dem der Gestank gefällt. Okay. Auch gut. So, dann hätten wir die beiden hier schon erledigt. Was steht hier? Tipps für Trainer. Wenn du den Y-Knopf drückst, kannst du Items in deinem Beutel neu anordnen. TMs kannst du auf diesem Weg praktischerweise auch sortieren. Alles klar. Gucke ich mir aber erst mal unser Team hier an. Oh, wir haben nicht mehr viel, nicht mehr viel. Ich gehe mich einmal kurz heilen, schneid euch das raus und machen dann gleich nochmal weiter. Bis gleich. So, da wären wir wieder. Und wir machen noch ein bisschen in diesem Part hier natürlich weiter. Und zwar... Oh, es ist ein Vogel-Pokémon. Shillok habe ich jetzt als am Anfang dran. Das ist natürlich nicht gut. Aber ja, wir probieren es einfach mal aus. Wir probieren es einfach mal aus. Weil ich jetzt endlich möchte, dass Shillok auch auf Level 36 sich zu Turtok entwickelt, ne? Blubstrahl. Okay. Er steigert erstmal seinen Angriffswert. Ja, stark sogar. Aber Blubstrahl zieht viel ab. Das ist gut. Hm, kommt schon, Shillok, überlebe das. Boah, Schnabel. Ah, okay, das war eng. So, das hat Shillok schon mal sehr gut gemacht. Ah, wir bekommen aber trotzdem dafür nicht allzu viele Erfahrungspunkte. Schade, setzen Tauboga als nächstes ein. Ja, wir wechseln. Wir wechseln und zwar... Ja komm, Kadabra, du machst das. Du machst das schon. Du machst das schon, Kadabra. Ich glaube an dich. Aber Tauboga dürfte schneller sein, ne? Doch immer noch 3 Level drüber. Ne, wir sind schneller als das Tauboga, okay. Ah, okay, brauchen aber einen zweiten Hit. Und er setzt nur Agilität ein, nice. Das dürfte wohl er... Oh, die Initiative steigt sehr stark. Okay, jetzt greift es auf jeden Fall zuerst an. Mit Luftschnitt. Das dürfte Kadabra aber überleben, ja. Und wir haben das Tauboga auch besiegt, sehr schön. Sehr gut. Luft ist raus, sagst du. Alles klar. Jetzt geben wir dem Shillok nochmal kurz einen Trank. Ja, auf Shillok anwenden. So. Und nehmen noch, steht hier oben noch ein... Ne, hier geht's dann weiter. Ne, wo geht es denn... Wir machen alles so nach der Reihenfolge. Aber wo geht's denn dann als nächstes weiter? Na. Machen wir jetzt mal gegen den hier. Wow, deine Ohren sind super cool. Käfersammler Peter fordert uns heraus. Setzt einen Sichlor ein. Das haben wir auch noch nicht gesehen. Auch ein richtig, richtig geiles Pokémon, wie ich finde. Ah, komm mal mit unserem Schluck. Glaube ich auch nicht weit. Probieren wir einfach mal aus. Sichlor geht auf Agilität. Ah, dann wird es auf jeden Fall uns in den nächsten Runden outspeeden. Blubstrahl muss einiges abziehen, sonst haben wir ein Problem. Ich glaube, das reicht mir nicht. Das reicht mir nicht. Ja, komm, Kadabra. Mach du mal. Was hat das jetzt bewirkt? Ich kenne die Attacke nicht, bin mir nicht so sicher. Ah, in der zweiten Runde greift es dann an, okay. Aber zieht zum Glück nicht so viel ab. Und, ah, okay, das leider auch nicht. Komm schon, Kadabra. Es setzt nochmal Agilität ein, okay, das war jetzt ein bisschen unnötig, weil du jetzt ja eh kaputt gehst mit meiner nächsten Attacke, ne?
Aber okay, so hat er uns den Sieg ein bisschen mehr geschenkt, ohne Kadabra weiter zu verletzen. 630 Erfahrungspunkte, okay, aber hat immer noch nicht gereicht, um Shilluk auf Level 36 zu bringen. Als nächstes setzt er ein Pinsi ein, ja, es wäre aber doof, da jetzt auf Shilluk zu gehen, ne? Wir bleiben bei der Psystrahl-Taktik. Und ja, das sieht gut aus. Oh, Überroller. Das sieht nicht gut aus. Wow, Glück gehabt. Nein! Achso, er leidet Rückstoß. Ich dachte jetzt, wir schrecken zurück, aber nee, alles gut. Ja, Kadabra, das Pinsel jetzt auch erledigt. Schön. Damit hätten wir den Peter auch besiegt. 432 Pokédollar nur und 3 Pokébälle, okay. Und die restlichen Pokémon-Trainer werden wir dann im nächsten Part besiegen. Danke und bis dann!